Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen traurigen Video von mir. Ja, ich habe das Bedürfnis, mich bei euch zu rechtfertigen, habe das Bedürfnis und glaube, dass ich euch das schuldig bin, zu erzählen. Ich habe eigentlich nicht wirklich Lust, darüber zu berichten. Ich habe auch nicht wirklich Lust, das nochmal alles jetzt zu erzählen, aber ich habe ein großes Ankündigungsvideo gemacht und muss jetzt leider zurückrudern. Wisst ihr, ich habe wirklich so sehr dran geglaubt, dass wir jetzt diese Woche fahren, weil es war alles abgesprochen, es war alles geplant. Wir haben unseren Termin verschieben können und haben es geschafft, dass wir uns freischaufeln könnten einen Monat. Und jetzt ist es leider so, dass das nicht der Fall ist. Es kommt da gerade ein Hund, der ist freilaufend. Er kommt. Ich muss sie mal hier hochholen, damit sie mir hier sicher ist und ich sie zur Not auch gleich greifen kann. Genau, und wir haben uns freigeschaufelt, haben den Termin für um 4 Wochen. Naja, also dass der Termin erst in 4 Wochen hätte stattfinden können. Und leider ist was dazwischen gekommen. Der Termin kann also nicht in 4 Wochen stattfinden, sondern muss am 12. stattfinden. Beziehungsweise wird also vorverlegt. Und damit habe ich nicht gerechnet. Dass, ich hatte eigentlich fest dran geglaubt, dass das klappt. Nun musste ich leider gestern feststellen, dass was dazwischen gekommen ist. Ich bin ja sowieso ein Mensch, der Dinge nicht erzwingt, also wenn es nicht sein soll, dann hat das schon alles seinen Vorteil und sein Grund, warum das alles so ist. Deswegen ist es für mich in Ordnung, aber es ist so, dass ich darüber natürlich nicht erfreut bin. Ja, also sprich, wir fahren diese Woche nicht nach Alanya und das lohnt sich nicht. Also aus folgendem Grund, versucht da mal so ein paar Punkte herauszugreifen. Wenn wir diese Woche fahren, wären wir frühestens am Wochenende da und müssten dann eben wir wären quasi nur fast ein bisschen mehr als eine Woche können wir dann in Alanya bleiben. Und das lohnt sich mit dem Auto nicht. Das Einzige, wozu sich das lohnen würde, wäre eben mit dem Flugzeug. Und das Flugzeug ist einfach zu teuer, ja, muss man mal so sagen, wie es ist. Wir sind ja keine Menschen, die da jetzt in Urlaub hinfahren, sondern wir sind ja eben Leute, die eigentlich dort auch zu Hause sind. Und wenn du immer hin und her fliegst und hin und her fährst, musst du schon auch die Rentabilität der ganzen Geschichte im Blick haben. Wir haben jetzt auch nicht so viel, dass man sagt, okay, da ist wurscht, ne? Fahren da mal eben für 1000 Euro, fliegen wir hin, dann mieten wir uns noch ein Auto für 300-400 Euro und dann fahren wir dann in einer Woche wieder zurück oder fliegen zurück. Und so ist das ja eben nicht. Das ist einfach zu teuer, ne? Das ist so das Ding, was dabei ist. Es lohnt sich nicht für diese kurze Zeit. Wir müssen zurück und deswegen ist das einfach eine kurze Zeit. Für 3 Wochen, wenn wir jetzt knapp 3 Wochen da geblieben wären, hätten wir gesagt, okay, wir haben auch einige Dinge zu tun und unsere Bekannten wären gekommen, dann hätten wir da einen Kreis schließen können. Aber auch unsere Bekannten haben gesagt, dass es ihnen lieber wäre, wenn wir das jetzt im neuen Jahr machen. Erstmal ist es ja schon ein bisschen kühler, die Poolsaison ist nicht mehr da und zweitens haben die auch Termine im Moment noch und die könnten sie auch absagen, das ist alles nicht so schlimm. Aber ja, mein Mann und unsere Bekannten oder Freunde haben sich dann dafür entschieden, das dann im neuen Jahr zu machen. Und deswegen müssen wir oder muss ich und müssen mein Mann und ich leider jetzt erstmal warten, bis wir den Termin gemacht haben. Also wir werden dann sozusagen jetzt noch nicht fahren. Ja? Wir werden bis Mitte November warten, haben dann beschlossen, dass wir dann im November fahren. Aber auch das ist, wie gesagt, bei uns überhaupt noch gar nicht sicher. Es gibt viele Eventualitäten, die da auch wieder zwischenspielen. Ich hatte ja euch schon gesagt, dass ich im Winter hier bleiben wollen würde, müsste, wie auch immer. Und
dass ich da sozusagen es vielleicht gar nicht mehr schaffe zu fahren. Ja, es ist wirklich, und auch ist es nicht mehr so schön da im Obermeier. Es sind noch so die letzten warmen Tage mit 27 Grad gewesen diese Woche. Dann geht es schon wieder auf 24, 25 Grad runter. Es wird ja auch immer kälter. Ja, auch da wird es natürlich kühler und nicht mehr so schön, wie ich es gerne hätte. Ich kann morgens nicht mehr draußen sitzen, können abends nicht mehr draußen sitzen. Wenn wir Pech haben und das Wetter schlechter wird, müssen wir vielleicht sogar noch ein bisschen den Kamin anwerfen und so. Nee. Und ich finde, dafür lohnt es sich jetzt nicht nochmal dann runterzufahren um die Zeit vielleicht. Also vielleicht bin ich dann der Meinung, dass ich dann sage, nö, ich habe keine Lust mehr. Ich hätte jetzt wirklich gerne nochmal die Zeit gehabt, wenigstens nochmal so ein paar Wochen, nochmal die warme Sonne, aber es sollte mir nicht gegeben sein. Ich möchte euch mal sagen, wieso die Preise sind. Ihr fliegt jetzt so für 67 heute hin und zurück fliegt ihr so um die 300. Und wenn ihr Glück habt, habt ihr auch hin und zurück so um die 300. Dann hat man aber auch ungünstigere Flugzeiten, sprich, dass man dann zurück mit einem Stopp machen muss, der dann unter Umständen 8 bis 13 Stunden dauert. Und wenn wir zu dritt fliegen, wäre das dann im günstigsten Fall 1000 Euro. Fliegen wir zu zweit, sind es auch wieder 600, 700 Euro. Und das hat einfach keinen Zweck. Ne? Das ist einfach zu teuer. Ja? Das lohnt sich nicht. Da fliege ich alleine, ich muss ja auch wieder zurück. Und der Rückflug kostet jedes Mal wieder 300 Euro. Ja? Also das lohnt sich nicht und ist ärgerlich. Und ja, aber wie gesagt, man kann da nichts machen. Man kann immer nur so weit planen bei uns, wie man gucken kann. Ja, da kommt jederzeit wieder irgendetwas Wichtiges dazwischen. Das ist diesmal passiert. Und ich bin ja, wie gesagt, ein Mensch, der dann zwar erstmal ein bisschen enttäuscht ist und traurig auch. Und ja, aber man kann sich das Leben halt nicht so zurecht schustern, wie man das gerne hätte. Es gibt Schlimmeres. Und insofern, ja, ich bleibe erstmal wieder hier. Ne? Alanya wieder tschüss. Jetzt werden viele vielleicht denken, warum drehst du denn so ein Video? Weil ich wirklich sicher war, dass wir fahren. Ne? Es war so abgesprochen. Wir haben alles geplant mit den Kindern. Und ja, im Moment sieht es nicht danach aus. Ich sag aber tatsächlich noch nie mal drauf schwören. Kann sein, dass morgen wieder alles anders ist. Bei uns weiß man nicht, aber wenn die Flüge heute mal so ein bisschen günstiger wieder gewesen wären, am Dienstag ist meistens so, dass man dann noch mal so ein bisschen günstiger wird in den Flugpreisen. Wir hatten ja am Wochenende geguckt, das ist meistens teuer. Und ich habe da wirklich jetzt nichts gesehen, was im Mindesten darauf hindeutet, dass ich auf irgendeine Art und Weise sage, okay, das ist vielleicht noch mal so, dass es sich lohnen würde. Ne? Aber man weiß es nicht, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch, aber es lohnt sich einfach nicht. Es ist zu kurz. Und ja, ansonsten fahren wir eben nach dem 12. nochmal. Das wird dann vielleicht nochmal so ein, zwei Monate fahren. Man weiß es nicht. Aber ja, ist schon schade, weil wirklich hätte jetzt gerne nochmal die 27 Grad gehabt, die im Moment da sind. Ich habe auch gesehen, dass nächste Woche wieder wolkig wird und dann die Temperaturen auch wieder runtergehen. Oh Mann, aber ich habe es ja schon geahnt. Ne? Vorgestern habe ich schon gesagt, aber nachdem ich dann gestern Vormittag wirklich ja, das Okay bekommen habe, habe ich dann auch gedacht, okay, jetzt klappt das wahrscheinlich wirklich. Und jetzt ist so, da kann ich das Video machen. Tja, tut mir leid, wenn ich euch da jetzt wieder enttäuschen muss und wenn ich sagen muss, nee, Pustekuchen, das war wieder nichts. Aber man weiß, wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen in guter Hoffnung, dass es vielleicht irgendwie doch noch klappen könnte, dass doch noch irgendein Schicksalswink uns doch noch mal zurückbringt. Aber selbst wenn, nächste Woche wird es kühl und ist natürlich auch nicht. Eigentlich sollte es nächste Woche doch auch warm werden. Ich hatte das jedenfalls letzte Woche gesehen, aber das kann man natürlich auch immer nicht so sehen. Ne? So zwei Wochen im Voraus vorherzusagen ist ja immer nicht so einfach. Ja. Jetzt sieht es so aus, als würden wir dann Mitte November fliegen, aber auch da gibt es noch viele Fragezeichen wieder bei uns in der Family und deswegen schauen wir mal. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich hatte mich verpflichtet gefühlt, euch das nochmal mitzuteilen, euch Bescheid zu sagen und ja, sehr schade, wirklich, aber kann
kann nichts machen. Bis bald. Tschüss.